Willkommen zu unserem Voting-Spiel auf Spreekick TV. Ihr habt fleißig geklickt und euch am Ende für die A-Jugendpartie zwischen dem SSV Köpenick Oberspree und dem SV Blau-Gelb Berlin entschieden. Die Teams sind Tabellennachbarn in der zweiten Staffel der Bezirksliga. Blau-Gelb steht auf Rang 2, Köpenick folgt 4 Punkte dahinter. Er kann sich noch gut an das Hinspiel erinnern. Fabian Welke schoss damals den goldenen Siegtreffer. Wir springen die Partie. Die erste Chance der Begegnung hat Köpenick. Torjäger Paul Gropp mit dem ersten Versuch, sein Schuss allerdings ohne Wirkung. Mit 17 Saisontreffern ist Gropp der Torgarant seines Teams. Die Antwort von Blau-Gelb. Die Gäste setzen gut nach. Plötzlich ein Abstimmungsfehler in der Abwehr der Hausherren. Tizian Tobolla heißt der Nutznießer. Nach nur 8 Minuten der Führungstreffer für die Gäste. Ähnlich wie schon im Hinspiel schlagen die Blau-Gelben in der Anfangsphase zu. Für Tobolla ist es bereits das 8. Saisontor. Und wer einmal Blut geleckt hat, der will noch mehr. Erneut Tobolla wird hier super geschickt. Diesmal fehlt ihm allerdings das Quäntchen Glück im Abschluss. Immer wieder versucht es Blau-Gelb. Torwart Anbieter Paar nach dem 0-1 noch verunsichert. Hier kann er zur Ecke klären, die allerdings ohne Folgen bleibt. Was macht eigentlich Köpenick Oberspree? In der Liga zu Hause noch ohne jeden Punktverlust, hier bisher unauffällig. Vielleicht jetzt mal, 36. Minute. Flanke Fröse? Was macht denn Häusler da? Pascal Bading ist hellwach und sagt Danke. Es ist bisher nicht die Partie der Torhüter. Bading erzielt hier sein 15. Saisontor. Ein Schmunzeln kann er sich dabei nicht verkneifen. Der Ausgleich. Blau-Gelb bleibt spielbestimmend. Kein Abseits. Diesmal pariert Dabar sicher. Dann Freistoß Grob. Der wird doch nicht. Und wieder wird! Nur die Latte ist im Weg. Der SSV drauf und dran, die Partie zu drehen. Und nun spüren die Köpenicker ihre Chance. Flanke Bruno Hecht, er findet erneut Bading. Bading, da ist es! Kurz vor der Pause geht Köpenick mit 2:1 in Führung. Pascal Bading lässt sich zu Recht feiern. Eine fantastische Ballmitnahme. Wir gehen direkt in den zweiten Abschnitt und starten mit einer Chance für Blau-Gelb. Dapar aber sicher gegen Kreibig. Die Gäste wollen nun den Ausgleich. Nicht präzise genug. Gefahr von Köpenick nur noch durch Konter oder Standards. Bei dieser Ecke packt Andreas Häusler sicher zu, er hat den Patzer vom Ausgleich verdaut. Blau-Gelb gibt weiter Gas. Kapitän Bela Essinger setzt sich durch. Da muss der Ball versprungen sein. Der Paar sucht seine Mitspieler. Doch er findet Welke. Der versucht's. Knapp drüber. Im Hinspiel traf er per Weitschuss zum Sieg. Heute hatte es nicht sollen sein. 70. Spielminute, nochmal Köpenick. Schwarz setzt seinen Körper gut ein und tankt sich durch. Da ist das Ding! 3:1 für Köpenick. Erleichterung im Gesicht des Torschützen. Der 7. Saisontreffer von Christopher Schwarz gegen Blau-Gelb scheint er besonders gerne zu treffen. Auch im Hinspiel war er bereits erfolgreich. Blau-Gelb gibt aber nicht auf. Sie versuchen es weiter. Bela Essinger artistisch. Dieser Schuss hätte ein Tor verdient gehabt. Kurz danach ist dann Schluss. Der SSV Köpenick Oberspree schlägt den SV Blau-Gelb Berlin mit 3:1 und kämpft sich dank der Heimstärke weiter an die Aufstiegsränge heran. Nur noch einen Punkt haben sie nun Rückstand auf ihren heutigen Gegner. Am Ende des Tages war es ein verdienter Erfolg für Köpenick, weil sie mit ihren Chancen effizienter umgingen. Ab dem 16.03. könnt ihr für das nächste Voting-Spiel abstimmen. Wir von Spreekick TV verabschieden uns. Bis dahin.